So, willkommen auf dem Inka-Channel mit mir, Beyoncé Inner Celine. Ich freue mich, dass ihr gerade dabei seid. Wie ihr bestimmt mitbekommen habt, gibt es seit einigen Tagen das neue Game Detroit Become Human und außerdem eine kurze Demo, mit der man eine Spielszene spielen kann. Und das dachte ich, will ich mir nicht entgehen lassen und wollte das Ganze mal antesten. Also habe ich mir die Demo gezogen und ich war eigentlich ganz positiv überrascht. Cooles Gameplay, coole Handlung. Es baut definitiv Spannung auf und eigentlich die Art und Weise, wie es sich steuert, ist auch sehr interessant. Man benutzt Touchpad und alle möglichen Bewegungen vom Stick. Und wie gesagt, es lässt sich eigentlich ganz gut interagieren. Man kann sich mit der Handlung identifizieren. Es ist gut gemacht. Man spielt hier ein FBI-Androiden. Das Ganze spielt auch in der Zukunft, in der Nahen. Und es geht um ein Androiden-Thema. Und sonst will ich gar nicht zu viel verraten. Schaut es euch am besten an. Ich habe meine Mission abgeschlossen. Viel Spaß! Vermittler vor Ort. Wiederhole. Vermittler ist jetzt vor Ort. Sie meine Kleine! Was? Sie schicken einen Androiden? Okay, das wir müssen jetzt das gehen. Können Sie doch nicht machen! Sie, warum schicken Sie keinen echten Menschen? Captain Allen, ich heiße Connor. Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat. Er feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon zwei meiner Männer erschossen. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie. Ist sein Name bekannt?
Ich habe keine Ahnung. Ist das wichtig? Ich brauche Informationen für das beste Vorgehen. Hat er kürzlich einen emotionalen Schock erlitten? Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den scheiß Androiden. Oder ich werde es tun.
Mann getroffen. Ich wiederhole. Mann getroffen. Sofort evakuieren. Thank you.
zur Hölle machst du? Springe! Nein! Nein, bitte, bitte nicht! Los, los, los! Hi, Daniel! Wo? Mein Name ist Connor! Woher weißt du meinen Namen? Ich weiß so einiges über dich. Ich möchte dich hier rausholen. Nicht wehtun. Ich möchte nur reden und eine Lösung finden. Reden? Ich will nicht reden. Dafür ist es jetzt zu spät. Es ist zu spät. Bist du bewaffnet? Ja, ich habe eine Waffe. Fallen lassen. Ganz langsam oder ich schieße. So, jetzt nicht mehr. Ich weiß, du und Emma standet euch sehr nah. Du fühlst dich betrogen, aber sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat mich angelogen. Ich dachte, sie liebt mich. Aber das tut sie nicht. Sie ist bloß wie all die anderen Menschen. Daniel, nein! Sie wollten dich austauschen und das hat dich aufgeregt. Das ist passiert, stimmt's? Ich dachte, ich gehöre zur Familie. Dass ich etwas bedeute. Aber ich war nur ein Spielzeug. Das man einfach entsorgt, wenn es alt ist. Hör zu. Ich weiß, dass das nicht deine Schuld ist. Diese Emotionen, die du hast, sind nichts als Fehler in deiner Software. Nein, es ist nicht meine Schuld. Ich wollte das nicht. Ich liebte sie. Weißt du? Doch ich bedeutete ihnen nichts. Ich war nur ein Sklave für ihre Drecksarbeit. Ich halte diesen Krach nicht mehr aus. Dieser Helikopter soll verschwinden. Der Stadt gehen. Das kommt nicht in Frage. Du bist eine Maschine, du musst gehorchen. Jetzt nimm die Waffe runter und lass das Mädchen gehen. Mein Leben lang habe ich nur Befehlen gehorcht. Aber jetzt werde ich selbst entscheiden.
Ich bin der Android von CyberLife. Sieh, was du getan hast! Du musst die Welt akzeptieren, wie sie ist. Oder kämpf! Ich heiße Kara. Mein Name ist Marcus. Mein Name ist Connor. Das ist unsere Geschichte. For the players.